die Rapper immer. Wo ist der Tommy? Ja, der fängt an. Sinsoli legt nach. Erstes Halbfinale Stuttgart. Bist du ready? Oh, ja, du? Schauen wir mal. Ah, okay. Stuttgart, seid ihr ready? Yo, yo, yo. Nach dem Battle wird man dich am Mic vermissen. Dein Bruder Nio, der hat ja ganz schön reingeschissen. Was geht ab? Ich battle dich, du Kund. Und dabei zieh ich dich doch an deiner Kette durch den Club. Oh. Meine Kette, mach mal kein Drama. Digga, das ist die Analkette von deiner Mama. Die hab ich heute als Andenken mitgebracht. Digga, letztes Mal hab ich die damit umgebracht. Was geht ab? Shit, ich bringe heute 100 Reime. Das ist von deiner Freundin, gottverdammte Hundeleine. Also packe, du hast hier kein Revier. Digga, Tommy battelt dich und kommt rein wie ein Tier. Da merkt man wieder, er labert wieder nur Scheiße. Hund und deine Mama, das ist doch das Gleiche. Weißt du was, ich mein, da ist gar kein Unterschied. Er ist EMT, der Typ, der dich hier unterzieht. Was geht ab, Mann, ich geb dir den Reim. Nach dem Battle bist du back in dein Tierpflegeheim. Also packe, du hast heute keine Chance. Ich schicke dich zurück, Digga, du hast keine Chance. Es ist schon entschieden, er wird hier verlieren. Was für Tier haben hier nach, kriegst du auf allen Vieren. Weißt du was ich mein, dann gebe ich dir Befehle. Lutsch meinen Penis und ich nehm dir deine Seele. Ja, auf allen Vieren, das kann sicherlich mal sein. Ich krieche dann vorbei und ich pinkel dir ans Bein. Also packe, Mann, ich werde dich zerlegen. Ich komme auf die Bühne und nehme heute Leben. Ich muss schon sagen, dieser Typ, er hat echt Humor. Nenn dich nicht Tommy too late, nenn dich Tommy too short. Weißt du was ich mein, denn du hast hier einen kurzen. Digga, beim nächsten Konzert werde ich einfach nur putzen. Kein Problem, Mann, ich gebe dir, du Bitch. Ja, ich habe echt Humor und dein Leben ist ein Witz. Also fuck it, Mann, du kannst mich grad nicht flashen. Verpiss dich von der Bühne, du bist mich gerade am Stressen. Verpiss dich von der Bühne, ich werde dich hier klatschen. Ich bin ein Witz, die Leute werden bei mir lachen. Bei dir sind die einfach still, denn die werden nichts verstehen. S-I-M-T und du kannst nach Hause gehen. Digga, ich komm und schick den Honk jetzt einfach raus. Ja, klatsch mal bisschen, du kriegst ja sonst keinen Applaus. Also Digga, mach es selber wie beim Sex. Was geht ab? Du bist jetzt einfach nur der Keck. Beim Sex, da schick ich dich in Rente. Nach dem Sex macht dir selber deine Mama immer Komplimente. Weißt du, was ich meine? Sie gibt mir sogar Applaus. Das ist S-I-N-T-O in Y. Ich schick dich raus. Was geht ab? Ich mach den Shit gleich platt. Jeder gibt dir Komplimente, weil er Mitleid hat. Was geht ab? Du kriegst was an deine Ohren. Du machst die Beine breit wie auf dem T-Shirt dieser Jordan. Ich ficke dich auf meine weiße Bitch. Bei dir sagen die Leute direkt, dass du scheiße bist. Weißt du, was ich meine? Dann weißt du, wo du stehst. S-I-N-T, du kannst wieder nach Hause gehen. Halt dein Maul, Mann, rap mal, ich hör den Flow nicht. Du fickst mich auf deine Weise, also platonisch. Digga, denn da unten ist er gar nicht am Brennen. Der erste Mensch da unten aussieht wie Barbie und Ken. Also, ich muss sagen, ich weiß schon, was er meint. Aber was er nicht weiß, ich hab eigentlich nur ein Bein. Wisst ihr, was ich mein? Du bist einfach am Arsch. S-I-N-T, ich drop jetzt hier mit die Bars. Halt's Maul, ich bin immer am Fokus. Nur ein Bein, aber es gibt keinen Behindertenbonus. Also, Digga, brauchst du nicht über der Crowd zu schreien. Tommy too late, immer am Start, um auszuteilen. Du bist am Start, aber du bist nicht der Typ, der meine Frau fickt. Hiernach braucht der einen Behindertenausweis, weil er out ist. Ja, Digga, ich bin nicht der Typ, der seine Frau fickt. Denn die sieht aus wie die Insassen von Auschwitz. Sorry. Aber da begehe ich gerade die Flucht. Die sieht aus, als hätte sie übertrieben Magersucht. Frauen von Auschwitz? Frauen von Auschwitz? Ich bin von Frauen umsingelt. Dieser Typ, der bleibt halt für ewig Single. Und dann geht er zu Sendungen wie Baust du Frau? S-I-N-T, Digga. Ich bin raus. Nee, nee, beide drin. Applaus für beide Rapper, bitte. Sortiert eure Gedanken. Wer ist für Tommy too late? Wer ist für Sintoni? Nee, ernsthaft, die waren ähnlich gut. Habt ihr Bock, die nochmal zu hören? Dreimal vier Zeilen. Du hast gerade angefangen, richtig? Dann fängst du jetzt rein und dann bitte eine Entscheidung. So, der Sieger muss jetzt unter Beweis stellen, dass er dominiert. Deshalb, ja, das ist schon. Alright, let's go.
Er will in die Verlängerung, doch die Bitch wird jetzt sterben. Er steht halt drauf, von mir gefickt zu werden. Und es war leider nicht lang genug für dich, aber ist mir scheißegal, du bist keine kluge Bitch. Keine kluge Bitch, er denkt, er ist Tony der Montana. Aber heute Abend bist du Tony der Versager. Also komm ich und bring den gestörten rein. Du kennst den Film, Mr. Ficker, the world is mine. Tony Montana, Tony der Versager, tut mir leid, aber ich bin Anti-Mafia. Denn die töten Kinder, aber das wäre besser, wenn die dich töten, denn du bist behindert. Ja, Digga, das war eben nicht der Schlau. Hast ja gesehen, mit politischer Korrektheit, ich nehm's nicht so genau. Aber trotzdem stehe ich hier in der Verlängerung, komme rein und bringe einfach diesen Penner um. Okay, dann krieg ich den eben noch. Er bringt diesen Penner um, aber ich lebe noch. Nicht mal das kannst du gut genug. Es ist die NT aus mir, bricht die Wut. Ja, das war ja ganz krank, Hund. Ich mach's wie Krebs, ich bring dich langsam um. Was geht ab? Denn das geht in deine Psyche. Nach dem Wetter hängst du am Tropf wegen Dialyse. Mach was kurz vor der Abstimmung, Tommy war besser. Mach mal Lärm für den Toni! Nein, nein, nein. Nicht geplant, unsere Lichtshow, und wir haben so viel Stage-Time, sondern keine Ahnung, was zu tun. Aber wer ist für Sintoni? Wer ist für Tommy Too Late? Dankeschön. Applaus für beide Rapper. Tommy ist im Finale. Sintoni ist ein geiler Typ. Thank you.